Das schlechteste Powerplay, zumindest bis zum letzten Wochenende. Ja, die Scheibe ist bereits drin. 31 Sekunden dauert dieses Powerplay. Der EHC Biel ist wieder erfolgreich. Fünfte Spielminute. Die ZSC Lions haben weiter zu knabbern. In Unterzahl schon wieder ein Gegentor erhalten, wie bereits am Wochenende. Nach kurzer Zeit gegen Ambri 36 Sekunden, heute nur 31 Sekunden. Druckmann orientiert sich da rüber zu Rajala. Das ist auch richtig so. Und dann fehlt aber Tim Berni am Pfosten. Noho. Wieder einmal mehr nach vorne und ist der Wegbereiter für Marco Pedrettis. Ausgleichstreffer. Ausgerechnet Marco Pedretti. Gestern hat er Geburtstag. In den letzten drei Partien ohne Scorerpunkt. Und heute gegen seinen Ex-Verein erfolgreich. Das nicht zuletzt dank der genialen Vorbereitung von Maxi Noho. Das 1:1 fällt 28 Sekunden vor dritten Sender. Wieder mal von Neuenschwander funktioniert eigentlich auf Kevin Feld. Aber dann im Slot steht da Anton Gustafsson, etwas gar weit weg von seinem Gegenspieler. Peter Schneider, gut weitergeleitet. Chantre, und das müsste Penalty geben. Und ganz genau so ist es, 26. Spielminute. Chantre da entscheidend gestört von Maxi Noho. Okay, Penalty verursacht, 56 gegen Beistellen. Es kommt zu einem Penalty. 26. Spielminute. Lukas Lierner im Fokus. Hier gegen Toni Rajala. Rajala hat 6 Partien nicht mehr getroffen. Rajala trifft hier backhand ins Eck. Rajala in den ersten beiden Runden mit 5 Toren. Seither 6 Partien Erfolg los. Und hier per Penalty endlich mal wieder mit einem Treffer. Saisontour Nummer 6. Schauen Sie sich das an. Herrlich. Ja, tolle Vorarbeit von Garrett Joe. Pius Sutter verwandelt. Und da wäre ich gespannt auf eine Coaches Challenge. War das kein Offside? Treffer der ZSC Lions. Ausgleich. 31. Minute bei 4 gegen 4. Pius Sutter nach Vorarbeit von Garrett Joe. Nochmals die Aktion. Kein Offside, da Schlittschuh noch drauf. Linienrichter stand gleich dabei. Pius Sutter zum ersten, Pius Sutter zum zweiten, Pius Sutter zum 2:2. Garrett Joe geht da Katz und Maus mit seinen Gegenspielern. Und das Kreis, der da irgendwo hinfährt. 3 gegen 2 Situation. Bodmann, was machen Sie daraus? Hollenstein, Hollenstein und 3:2. Oft sieht das etwas gar verspielt aus, wenn diese Linie auf dem Eis ist. Aber es ist eben auch absolut klasse, was Sie hier zeigen. Dennis Hollenstein kürzt diesen Angriff mit der erstmaligen Führung. 50. Spielminute. Bodmann einmal rüber zu ihm und er gleich zurück zu Hollenstein. Er wartet und wartet und trifft dann haargenau ins Glück aus Sicht der ZSC Lions. 3 gegen 2 Situation. Ein Fehler in der neutralen Zone beim EHC Biel, der sie teuer zu stehen kommt. Und über 30 Mal waren sie nicht erfolgreich. Jetzt aber schon Fredrik Petter.
Gustafsson. Der Torschuss, viertes Tor, Fredrik Pettersson. Das ist seine Position. Die vermeintliche schwedische Tormaschine schlägt wieder zu. Zwei Tore vor einer Woche gegen Fribourg, Dienstagabend im Hallenstadion. Die Magier, ganz offensichtlich, hat hier etwas Zeit, sieht die Lücke und trifft haargenau. Schlusspunkt durch Prassel, 5:2, 8 Sekunden vor Spielende. 2:2 stand es nach 40 Minuten, 5:2, das dürfte es jetzt aber gewesen sein.